Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Marktrück- und Ausblick. Schon wieder ist eine Woche vorüber. Das Jahr rast nur so dahin. Wir haben schon wieder Mitte Februar, Kalenderwoche 7 bzw. Kalenderwoche 8. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich. Und zunächst natürlich wie immer der Haftungshinweis. Alles, was ich hier wieder aufzeige und darlege, ist meine eigene private, persönliche Meinung. Ich möchte hiermit keine Anlageempfehlung oder Investmentempfehlung abgeben. Und jeder kann natürlich gerne mit den Informationen machen, was er möchte. Schauen wir uns doch einfach mal zunächst die News der letzten Woche an. Britannien hat wieder positiv überrascht, wie schon in den Vorwochen und Vormonaten. So viel zum Brexit, ja. Also bisher bekommt der Britannien mehr als nur gut. Ansonsten gibt es keine großen Überraschungen. Das Gegenteil, in Deutschland, wir, wo ja kein Exit oder German Exit oder wie man ihn auch immer nennen möchte, initiiert haben. Wir verlieren an Wirtschaftsleistung, das zeigt das GDP, und es ist sowohl deutlich schlechter als in der Vorperiode als auch geschätzt. Somit kein Wunder, dass am Freitag der Aktienmarkt in Deutschland nochmals mit Anführungszeichen deutlich nachgegeben hat. Ansonsten gibt es keine großen Ausreißer und Überraschungen. Auch das CPI ist in Amerika so wie geplant oder vermutet. Also keine großen besonderen Vorkommnisse. Vielleicht noch das Öllager ist ein bisschen mehr aufgefüllt worden in Amerika als gedacht und geplant, da eigentlich die Wirtschaft da drüben relativ gut brummt und läuft. Aber wie gesagt, alles im Rahmen und keine großen Überraschungen. Gucken wir uns deswegen die kommende Woche an. Was steht denn an? In Deutschland ist der Dienstag relativ interessant. Da wird der ZDW-Index veröffentlicht. Den sollte man auf dem Radar haben. Amerika natürlich ganz klar. Feiertag, Montag, das heißt, Montag sollte relativ ruhig bei uns werden. Und ansonsten gibt es ein paar Zahlen, PPI zum Beispiel in Amerika, wieder auch ein paar Britannien-News. Und im Großen und Ganzen aber eine relativ ruhige Woche, zumindest was Amerika betrifft. In Deutschland dann Freitag nochmal ganz interessant mit PMI wieder und natürlich wieder Großbritannien. Auch mit PMI und kann man sich mal angucken, aber im Großen und Ganzen erwarte ich auch hier in dieser Woche keine großen Überraschungen und vor allem, wie gesagt, da Montag noch relativ ruhig werden sollte, mal gucken, was die anderen Tage dann machen. Im Prinzip beginnt somit der Börsenhandel erst ab Dienstag und Montag würde ich dementsprechend eher arrangen handeln, wer denn Trader ist. Aber kommen wir nun gleich zum Ausblick für diese Woche, was die DAX-Statistik betrifft. Montag eher negativ, Dienstag deutlich grün in der Statistik zu sehen, Mittwoch, Donnerstag auch relativ ausgeglichen, aber leicht grün und Freitag dann ein relativ dickes Rot, ist zwar auch noch positiv, aber trotzdem schon deutlich in der roten Bereich. Mal gucken, ob diesmal der Freitag wieder genauso wie letzte Woche wird. Wir werden es sehen. Außerdem möchte ich wieder zum Trade der Woche kommen. Hier eigentlich kein neuer Trade, sondern ich möchte nochmal den Trade der letzten Woche aufgreifen. Ich hatte ja Kaffee angekündigt bzw. Kaffee aufgezeigt, dass dieser eine sehr interessante Konstellation aufweist, der Index bzw. der Chart. Und man hier auf die Long-Seite unter Umständen spekulieren könnte. Und was ist passiert? Sehen wir uns das im nächsten Bild an. Der Kurs sprang deutlich nach oben. Wer hier clever getradet hat, clever seinen Einstieg gesucht hat, kann sich bereits jetzt ungefähr über das Dreifache des Risikos oder Dreifache des Einsatzes freuen, was natürlich gigantisch ist für gerade mal eine Woche halten, beziehungsweise 5 Handelstage. Diese Woche habe ich keinen neuen Trade der Woche dabei. Warum? Ich kann mir vorstellen, dass Kaffee nämlich noch einiges nach oben leisten kann. Wie würde ich den Trade jetzt planen? Ich würde jetzt eigentlich gerne einen kleinen Rücksetzer sehen und den Rücksetzer dann im Anschluss kaufen. Und danach kann ich mir vorstellen, dass Kaffee noch einiges an Potenzial nach oben aufweist. Zumindest noch in dem Bereich 1,15 bzw. 1,18 sollte die Reise, denke ich, doch noch gehen. Und danach muss man das ganze Szenario einfach mal neu bewerten, mal gucken, wie die fundamentale Lage aussieht. Dennoch bin ich hier relativ positiv gestimmt und suche neue Einstiege nach einer Korrektur.
Das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, wünsche wieder eine ganz tolle Woche, viele dicke Gewinne und bis zum nächsten Ausblick.